Hallo, ich möchte mir heute ein Omelett machen und dazu nehme ich euch heute mal mit. Es ge gehen jetzt im Mixtopf 4 Eier. Und 70 Gramm Milch, die natürlich noch im Kühlschrank sind. Da muss ich die mal schnell holen. So, 70 Gramm Milch. So, wunderbar. Und 1 Teelöffel Salz, Pfeffer ein Viertel und Kräutersalz tue ich immer noch ein bisschen rein und 1 Esslöffel Schnittlauch. So. Und jetzt das Ganze 10 Sekunden. Stufe 4. So, war nicht richtig unten. Immer Fehlermeldung hier angegeben. So, jetzt ist es verrührt schon. Ich zeige es euch. So sieht das jetzt aus. Das gieße ich jetzt im Varoma. Das zeige ich euch auch gleich. So, jetzt gieße ich die Einmischung in Varoma. Ich tue kein Backpapier rein. Ich habe so ein Silikon. Schale. So, ausspülen tue ich den nicht. Da kommt ja gleich 1 Liter Wasser rein. So, ich tue jetzt noch auf mein Omelett ein paar Pilze drauf. Ich habe leider heute nur welche aus der Dose. Mein Gott, ey, fällt alles aus der Hand. So, das reicht mir. Tue ich noch ein paar Schinkenwürfel rein. Man kann das ja so für sich machen, wie man es möchte, aber das ist so meins immer, was ich eigentlich so ganz gern esse. So. Und jetzt kommen noch ein paar Tomaten, die hatte ich noch, die müssen weg. Tue ich da gleich mit rein. Und dann tue ich immer noch so ein bisschen geriebenen Käse rein. Ein bisschen so, das schmeckt eigentlich immer ganz gut. So sieht mein Omelett jetzt erstmal aus. Und dann zeige ich es euch gleich, wie es auf den Mixtopf kommt. So, jetzt geht es weiter. 1 Liter Wasser habe ich schon reingetan in den Mixtopf. Jetzt setze ich den Deckel auf vom Mixtopf. Den Messbecher nehme ich raus. So,
Und jetzt stelle ich den Mixtopf auf, den Varoma auf. Da müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen, dass euch das nicht überläuft. Wie gesagt, ich habe so sieht es bei mir jetzt aus. So, und Deckel drauf. Das Ganze jetzt 20 Minuten. Varoma und Stufe 1. So, jetzt ist unser Omelett fertig. 20 Minuten sind um. Ich zeige es euch mal. Gehen wir gar nicht runter hier. So sieht es jetzt aus. Das fertige Omelett. So, ich richte das noch an und dann zeige ich es euch nochmal. Bis gleich. So, ich zeige es euch nochmal. Ich habe diesen Einsatz hier. Diesen schwarzen Einsatz habe ich. Und wenn ihr den nicht habt, dann müsst ihr euren Einlegeboden mit Backpapier auslegen. Und dann das alles ganz langsam eingießen. Wie gesagt, ich brauche es nicht, weil ich halt dieses Silikonzeug habe. Und anders mit Backpapier auslegen und immer darauf achten, dass die Schlitze hier schön frei bleiben, dass da der Dampf raus kann, weil sonst geht es auch nicht. So, jetzt zeige ich euch den fertig angerichteten Teller. So sieht der fertig angerichtete Teller aus. Und ich werde es mir jetzt so schmecken lassen. Das ist heute mein Abendbrot. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja einen Daumen nach oben geben oder vielleicht auch mal das Rezept nachkochen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!